herzlich willkommen bei unserer nächsten Runde. Wir spielen noch eine Runde mit unserem Schamanendeck. Mal sehen, ob diese Runde auch so gut laufen wird. Ich hoffe es. Wir sind ja auf dem Weg zur 500. Dann sollte das auch alles gut gehen. Aber denkt bitte immer dran, klickt auf euren Helden, während ihr euer Deck bearbeitet. Scheiße, ich hab's nicht weitergelesen. Thrall gegen okay. Valera. Seid auf der Hut. Gut. Eure Zeit ist gekommen. Das heißt, schauen wir mal. Sie wird wahrscheinlich Kombos ohne Ende sammeln wollen. Aber die Begründung gefällt mir eigentlich nicht so richtig. Der Quest. Ein Schuss. Ein Schuss. Gleich nochmal einen. Block sie eh wegnehmen. Dann. Kann ich Bedarf würfeln? Können wir auch können. Sie wird wahrscheinlich 1 gegen 2 traden. Sehr schön, das Mäucheln ist weg. Kann ich Bedarf würfeln? Nochmal. Das war's. Gleiches Spiel. Wir wollen Karten ziehen. Und der Ziel. Den hauen wir natürlich in der Runde weg. So, dann spielen wir unseren Karten und hauen den. So. Den Feendrachen kann sie jetzt direkt nichts machen, sondern sie muss irgendwas spielen. Für den König! Und ein Dreier oder ein Zweier? Zweier, das bringt nichts. Gut, macht hier eh nur zwei. Ich hoffe, dass ich meine Erfindung. Elemente zeichnen. Weiter im Spiel. Ihr könnt nicht vorbei. Sie schützt sich mit allem, was ihr geht. Gut, die 3 Schaden können wir noch verkraften. Inher. Das war's. Wir hätten auch einen Acewind. Gegen den hätte sie nicht viel aussetzen können. Naja, aber er kann eh nichts machen. Der Schildträger. Das heißt, sie wird wahrscheinlich. Na, geht mir ins Gesicht. So, wir spielen ihn. Vernichten ihn. Zack. Und gehen mit den 2 hier drauf. Und das sieht nach einem ganz kleinen Kartenvorteil aus. Ich weiß ja noch nicht, was sie genau hat dafür. Dies ist unsere Stadt. Haut ab. Gut. Den möchte
möchte ich ungern spielen. Der hier hat genügend. Das heißt, wir spielen Kombination. Na. Ja gut, das wird sie natürlich anlocken. Na komm, dann gehen wir weg. Tretet bei oder sterbt oder beides. Oh je. Yeah. Na endlich. So, das wollen wir doch haben. Da ich dieses Drecksteil eh nicht mag. Dann spielen wir. Ich hoffe, dass dir meine Erfindung gefällt. Ah, sehr schön. Dem hier kommt der hier weg. Ah, tot. Ja. 23 ins Servo. Elemente, zeigt mir den Weg. Aber jetzt unser. Ja, jetzt ein Windfury drauf, das wäre schön. Es gibt doch nicht. Er zieht genau das, was er tun könnte. Und der Yeti ist immer noch da. Schön. Es geht wahrscheinlich auch wieder nicht. Das. Sehr schön. Das Ding. Acht Schaden. Und wir kriegen noch einen Spot. Und jetzt hat sie ein bisschen ein Problem. Das ist halt, wenn man zu aggressiv spielt, aber das Board nicht frei halten kann. Und da war keine Combo. Ich gebe. Sie gibt auf. Okay, also ein schönes No-Set. Und ja, ich bedanke euch vielmals fürs Zuschauen. Die Karten werde ich wie immer unten in den Kommentaren oder beziehungsweise unten in der Beschreibung reinschreiben. Wenn ihr Kommentare zur Spielweise habt, ich weiß, ist noch nicht ganz perfekt und ganz rund, dann schreibt diese bitte in die Kommentare und ich würde mich freuen, wenn ihr mich abonniert beziehungsweise einen Daumen nach oben gebt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.